Morgen. Es ist kurz vor dem Sonnenaufgang in Singapur, also kurz vor 7 Uhr. Und ich gehe zum ersten Mal nach dem Marathon laufen. Es ist sehr warm und es ist sehr feucht. Ich werde mich zu Tode schwitzen, aber es ist egal. Vom Marathon habe ich noch eine Blase, und zwar unter dem Fuß, aber das ist langsam verheilt. So, also bis gleich. Zum Glück ist mein Hotel an einer sehr schönen Laufstrecke gelegen, oder sehr nah an einer Laufstrecke, die am Meer entlang geht. So. Jetzt gehen wir da lang. Good morning! Morning! Ich habe richtig Durst, aber zum Glück weiß ich, dass es Wasser hier bei der Garden by the Bay Eingang gibt. Und da laufe ich gerade vorbei. Awesome. Zwischenzeit. Okay. Da runter auf der anderen Seite, da will ich hin. Und dann am Riesenrad vorbei. Hier wollte ich euch etwas zeigen. Diese Stadt ist gebaut eigentlich mitten im Dschungel. Und was gerade passiert, wenn die Teile der Stadt nicht gepflegt werden, holt sich der Dschungel natürlich alles zurück. So, und jetzt zeige ich euch. So sehen die Brücken aus zum Beispiel. Das ist jetzt Formel 1 Strecke. Und hier unten sind Dragon Boats. So, für den ersten Lauf nach dem Marathon, Marathon ist 5 Tage her, ist das gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich noch 500 Meter bis Kilometer zu gehen bis zum Hotel, und das war's dann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Singapur ist einfach toll. Diese kleine Runde ist ungefähr 13 Kilometer hier um den Singapur River, glaube ich, ist das. Wunderschön, viele Sehenswürdigkeiten. Also einfach hier kommen und eine Runde laufen. Wir sehen uns, nicht vergessen, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Bis dann. Tschüss. Das Schlimme ist hier, meine Augen tränen schon. Das Schlimme ist hier, die trocknen die Schuhe gar nicht. Es ist alles feucht. Tödlich, tödlich.